Willkommen zum 15. Part der MyTeam-Karriere, zum 14. Rennen in den USA. Ich kann schon mal vorwegnehmen, wir haben jedes Motorteil neu eingebaut. Das heißt, ich werde mir im Qualify nicht so viel Mühe geben, denn ja, wir haben 50 Plätze Zurückversetzung. Trotzdem versuche ich es hier nochmal zu reißen. Der erste Sektor hier bei der zweiten Runde, die ich hier euch zeige, war ziemlich kacke, hier war ziemlich gut der erste Sektor in der ersten Runde, der in der zweiten Runde war okay, aber hier war es auf jeden Fall noch viel Zeit drin, allein im letzten Sektor habe ich locker eine Sekunde verloren, deshalb Q2 ist hier auf jeden Fall drin, gibt ja nochmal ein paar Ressourcenpunkte, brauchen wir auch, und Perez hat uns ja eben hier vorbeigelassen, dann gehen wir hier in die Kurve und, nee, es war Stroll und Stroll denkt sich einfach mal so, jo, nee, meine Kurve, keine Ahnung, was das sollte, also, naja. Ja, diese Gridstrafe nimmt man in Kauf auf jeden Fall, um neue Motor zu haben. Also an der Spitze, das ist schon mal gar nicht unser Anspruch für dieses Jahr. Tja, Williams fällt immer weiter zurück, das ist nicht gut. Hier sind wir wieder in einer der am schnellsten wachsenden Städte der Vereinigten Staaten, dem grandiosen Austin im herrlichen Bundesstaat Texas. Die Strecke selbst liegt rund 23 Kilometer südöstlich des Stadtzentrums und ist seit 2012 Austragungsort des Großen Preises der USA, womit sie die letzte einer langen Liste von Strecken ist, denen diese Ehre zuteil wurde. Auf dem fantastischen Circuit of the Americas werden die Fahrer mit insgesamt 20 Kurven konfrontiert, 10 links und 10 rechts. Die besten Überholmöglichkeiten auf dieser 5,79 Kilometer langen Strecke, bei der entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren wird, bietet sich vor den Kurven 1 und 12. Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass das bei heutigem Wetter den Fahrern ganz schön schwer fallen dürfte. Für den Grand Prix darf ich erneut Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Warum sprechen wir für den Einstieg nicht gleich mal über Valtteri Bottas? Was für eine grandiose Saison haben wir von Ihnen gesehen. Der Sieg ist hochverdient und da Sie den Titel bereits in der Tasche haben, können Sie völlig unbeschwert in dieses Rennen gehen. Das haben Sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass Sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Max Verstappen steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Hamilton, Alexander Albon und Ricciardo, Norris, Stroll, Kvyat und Charles Leclerc. Gasly, Sainz, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Antonio Giovinazzi und Raikkonen, Grosjean, Magnussen, Nicolas Latifi und Sergio Perez. Russell, Schumacher, Ocon und der Anfänger. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Scheinbar braucht auch unser Teamkollege einen neuen Motor. Auf jeden Fall geht es hier im regennassen Wetter von den USA los ins Rennen. Und wir kommen hier sehr gut weg. Also viel besser als die beiden hinter uns. Nicht viel besser als die in der Reihe davor, aber viel besser als die beiden hinter uns. Bremsen hier möglichst spät hinein. Ocon auf der Außenbahn. Das wird eng, langsam durch die Kurve, aber alles gut. Wir kommen hier durch und können drei Positionen hier direkt am Start gewinnen. Das lief auf jeden Fall nicht schlecht. Dann der Run runter in die Spitzkehre läuft auch nicht schlecht. Gut, wir haben einen Williams überholt. Wir wissen, wie schlecht der Williams ist. Die waren halt jetzt noch ein bisschen weiter vorne gestartet, weil da unzählige Autos eine Grid-Penalty da hinten bekommen haben. Dann auch ebenfalls am Haas vorbei. Die sind ja genauso schlecht aktuell im Wettbewerb wie die Williams. Ah, gut, nicht ganz so schlecht, aber auch ein gutes Stück hinter uns im Performance-Charts. Wobei das hier wieder eine Strecke ist, die uns wieder deutlich schlechter liegt, weil hier gibt es zwar die S's, die uns sehr gut liegen. Ja, wobei doch, hier ist es eigentlich eine Strecke, die uns gut liegt, weil wir haben hier auch wieder viele schnelle Kurven. Die langsamen Kurven sind halt wieder ein bisschen mehr fürs Auto. Aber die ganzen schnellen Kurven sind auf jeden Fall gut. Wir können uns hier auch dann vorbeibremsen an Giovinazzi. Alpha wieder mit einem schlechten Qualifying für ihre Performance. Aber auch hier wieder. Das Auto ist mehr für ihre Dynamik getrimmt und damit besser auf Strecken wie Österreich. Gut gemacht. Schön. Und hier können wir uns auch an unseren Dauerrivalen Perez durchsetzen und dann
auch am Ende der Runde gegen Raikkonen. Und die Strecke trocknet jetzt schon so ein bisschen ab, muss ich sagen. In Runde 7 sieht man es dann deutlich mehr. Also die Spiegelung ist nicht mehr so stark. Auf der Strecke steht auch nicht mehr so viel Wasser. Wir sind hier direkt hinter Sainz. Und da war ich schon in der Überlegung, Inters zu nehmen. Normalerweise sagt er das Spiel immer perfekt voraus, wann der Wechsel gut ist und wann er nicht gut ist. Aber ich dachte mir, nee, die Strecke ist doch safe trocken genug für Inters. Und ich komme rein, obwohl das Spiel mir nicht das gesagt hat. Normalerweise ist es ja immer so, wenn dir das Spiel noch keine alternative Strategie, zumindest war es letztes Jahr so, voraussagt, dann ist es auch noch nicht Zeit für Intermediates. Dieses Jahr gibt es, ist da vielleicht was anders. Kodemas, das hat ja einiges geändert ins Positive. Mal gucken, ob das jetzt hier auch der Fall ist. Wir gehen auf jeden Fall auf die Intermediate-Tires und mal gucken, wie die funktionieren. Wir werden das ja wahrscheinlich schon in der ersten Bremszone merken. Und die, ja, ist ganz okay. Wir haben jetzt 4-2 Rückstand auf Magnus und eigentlich lassen sie sich ganz gut fahren und wenn man das so ein bisschen pusht, vielleicht sogar ein bisschen schneller. Also sie fühlen sich echt nicht schlecht an und hier auch durch die S, das sieht man schon in der Zeit, dass wir hier schon mal ein bisschen was gewinnen können auf Magnussen. Also ich würde sagen, es ist Zeit, um auf die Intermediates zu gehen. Aber die KI denkt sich so, nö, wie wir dann auch in Runde, am Ende von Runde 9 sehen. Wenn ihr auf die Karte guckt, fast alle fahren an der Box vorbei. Nee, nicht fast alle. Alle fahren an der Box vorbei. Und wir fahren sogar eine absolute Bestzeit im Mittelsektor. Also wenn jetzt keine Intermediate-Zeit ist, dann weiß ich auch nicht. Trotzdem bleibt die KI weiter auf den Regenreifen. Und auch unser Renningenieur meint immer noch, es wäre Regenreifenzeit. Aber die Intermediates sind hier deutlich schneller. Und wir können hier sogar an einer sehr unüblichen Stelle hier easy vorbeigehen an Ocon. Und dann auch easy vorbeigehen an Magnussen. Wieder an einer normaleren Stelle. Und dann unser Teamkollege ist dann das nächste Opfer, nur ein paar Kurven später. Und hier kann man eigentlich nicht außen überholen, erst recht nicht im Regen. Aber die Intermediates haben zu diesem Zeitpunkt schon so viel mehr Grip. Und wie man auf der Karte sieht, sind wieder alle an der Box vorbeigefahren, dass wir hier auch vorbeigehen können. Also es fährt wirklich gar keiner rein. Doch da, da fährt einer rein. Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, es ist Latifi tatsächlich im Williams. Der Einzige, der auf Intermediates geht. Nicht, dass das sogar den Williams in die Punkte spielt. In Runde 11 dann gehen wir dann noch an den Letzten der Truppe vorbei. Die hat uns leider recht viel Zeit gekostet, sonst hätten wir richtig gut Zeit auf unsere, ja, auf die Leute gut machen können, gegen die wir in Fernduell kämpfen. So natürlich nicht ganz so viel. Trotzdem, jetzt gehen auch ein paar andere rein. Peres zum Beispiel ist drin. Raikkonen ist drin. Giovinazzi ist, glaube ich, durchgefahren. Wir fahren eine absolut beste Runde und kommen hier an echt vielen Autos vorbei. Für uns geht es hoch bis auf Platz 11 und Giovinazzi vor uns war noch nicht drin, quert aber schon drin. Dadurch sind wir leider nicht ganz so weit nach vorne gekommen. Giovinazzi immer noch auf seinen Regenreifen, der hat den Zeitpunkt da komplett verpasst um mehrere Runden. Also hier auch wieder schlechte Strategie von Alpha, sonst wären hier wahrscheinlich wieder Punkte drin gewesen. Also Alpha von der Pace hier alleine schon häufiger die Möglichkeit Punkte mitzunehmen, aber strategisch immer wieder verkackt. Jetzt kommt Giovinazzi rein, das ist viel zu spät. Das sind aber auch noch ein Racing Point und ein McLaren drin. Und der McLaren von Norris ist das. Und der kann auch vor uns rauskommen. Nein, wir kriegen einen Switchback hin. Eher noch auf den... Ja, man braucht erstmal eine Zeit, um sich immer an Intermediates zu gewöhnen. Und dadurch können wir auch Norris überholen und ihn ein bisschen wegfahren. Also auf den... Im Regenbedingungen sind wir definitiv mitunter das schnellste Auto. Und hier auch wieder noch eine schnellste Runde des Rennens. Also... Aktuell sind wir wirklich gut dabei, dann hier gibt es den Run auf, quert, von weit weg gehen wir hier in die Kurve rein, allerdings keine Chance quert, na doch, doch ein bisschen Chance quert dagegen zu halten, ich dachte wir wären schon an der Position vorbei, aber hier sogar an der Außenlinie, also außen überholen ist mit diesem Auto echt super einfach, weil es halt so viel Upgrades auf Chassis hat im Vergleich zu den anderen, dann ein Boxenstopp-Fenster für den zweiten Stop auf Inters, ob ich jetzt nochmal auf Inters gehen will, weiß ich nicht, ich denke eher, ich warte bis zu den Trockenreifen hier vorbei an Ricciardo, innen vorbeigebremst und auch das geht gut. Und dann auch Albon, den holen wir uns auch dann nochmal. Dann haben wir noch 16 Sekunden Rückstand auf Hamilton und auch hier wieder dann auf einen guten fünften Platz am Fahren. Also wenn wir hier wieder die Punkte mitnehmen, von dem fünften Platz wäre das gut. Aber Hamilton, der geht sogar nochmal in die Box und dadurch können wir den sogar auch nochmal überholen. Wir haben noch 8 Runden zu fahren, ich bin mir jetzt nicht sicher, soll ich jetzt nochmal reinfahren, aber... Eigentlich hält sich der Intermediate ganz
gut, na gut, 41%, dann bin ich dann doch nochmal reingefahren, Runde 21, weil ich dachte mir, okay, jetzt wird es, glaube ich, Zeit für Trockenreifen, auch wenn es so leicht regnet, und ich finde das gut einfach. Der Renningenieur hat mir nicht gesagt, dass es Trockenreifenbedingungen sind, eigentlich ist es auch noch zu nass, aber einfach, weil ich schon einmal den richtigen Strategie-Call gemacht habe, gehen trotzdem zwei Autos hinter mir auch an die Box und holen sich ebenfalls Trockenreifen. Ich finde das echt super witzig, wie die KI, so weiter vorne du im Feld bist, desto eher reagiert sie auf deine eigene Entscheidung. So mehr richtige Entscheidungen du machst im Vergleich zu der KI, desto eher kopiert sie deine Entscheidung einfach. Und das ist super nice gemacht. Also so eine dynamische Strategie-KI habe ich bisher noch nie gesehen. Und das macht diese Strategiekämpfe manchmal echt interessant. Und Albon und Ricardo haben sich definitiv richtig entschieden, weil wenn man hier schon in den ersten Kurven merkt, obwohl es noch regnet, ist die Strecke durch die Hitze in Austin so hart schon abgetrocknet, dass der Regen quasi direkt verpufft. Am Ende der Runde ist er komplett weg und wir kommen auch hier wieder an Hamilton vorbei. Leider war die Strecke noch nicht so trocken, dass wir jetzt ja deutlich schneller waren als Hamilton. Ich glaube, wir haben nur die 2 Sekunden gewonnen. Albon wird es besonders ärgern, weil er direkt hinter Hamilton wieder ist. Und ja, ein paar Meter mehr und Hamilton hätte das geschafft. Dann in der vorletzten Runde. Gut, Hamilton hat das viel bessere Auto, geht dann Hamilton dann doch nochmal an uns vorbei. Also prinzipiell hätten wir auch mit Hamilton, na, ich glaube, wenn wir mit Hamilton reingekommen wären, dann wären wir hinter Albon zurückgefahren. War schon ganz gut, dass wir, wobei Albon wäre dann wahrscheinlich gar nicht in die Box gefahren, wenn wir nicht reingefahren wären. War schon ganz gut, dass wir da reingefahren sind. Auf jeden Fall beenden wir das Rennen mit einem guten 4. Platz, 5. Platz, okay, 5. Platz. Und damit können wir definitiv leben. Ich glaube, wir hatten auch nochmal am Ende eine Zeitstrafe. Die wirft uns hier allerdings, glaube ich, nicht zurück, denn ja, Hamilton ist eh vor uns. Und ich weiß nicht, wieso jetzt hier nochmal Bottas als Fahrerweltmeister eingeblendet wird. Vielleicht war das eben ein Fehler. Oder was ist hier eben in der letzten Folge? Aber egal, Bottas war ja schon Weltmeister. Naja, zelebriert halt nochmal in den USA. Da war ja. Ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Eine phänomenale Saison und den vielleicht zelebrieren sie auch die Konstrukteursweltmeisterschaften und das ist einfach noch fehlerhaft drin im Spiel. Das kann auch sein, weil Mercedes müsste auch mit diesen Rennen Konstrukteursweltmeister sein. Es sind ja nur noch 2 Rennen und ich glaube, Mercedes hat über die 37 mal 2 Punkte Vorsprung, also 72 Punkte Vorsprung, die man braucht. Die sollten sie auf jeden Fall haben. Ich glaube, die haben knapp über 100. Deshalb boah, sollte das nicht so schwierig sein. Bottas hat auf jeden Fall gewonnen. Vettel und Verstappen dahinter. Mal wieder die Top 3 Teams da vorne, ohne größere Ausmaße und ja, ohne größere Abweichung. Wobei wir hatten ja auch schon mal ein paar Überraschungspodium. Am Anfang des Jahres war Stroll ein paar Mal auf dem Podium. Das hat aber auch inzwischen nachgelassen. Also bis auf uns durch krasse Strategie-Calls ist, glaube ich, sonst nie ein Mittelfeldteam aufs Podium gekommen. Naja. Gut, dann hier das Rennen. Hier seht ihr auch nochmal die 3-Sekunden-Strafe. Bottas, Vettel, Verstappen, Hamilton, wir, Ricardo, Albon, Norris, Leclerc und Stroll. Leclerc recht weit hinten ins Ziel gekommen, ist aber auch noch von Platz 10 gestartet. Ist, glaube ich, auch wieder zu spät reingefahren. Also unser Teamkollege hat nur einen Platz gewonnen. Das war ziemlich schlecht. Aber naja. Was meinen Sie? Das Rennen war schon. Ja, der war einfach wendig im Regen und auf dieser Strecke kommt uns das entgegen. Das großartige Team und die Strategie war einfach genau richtig. Auf jeden Fall sehr, denn mit einer anderen Strategie wäre ich nicht so weit nach vorne gekommen. Ja, dann gehen wir rein ins Menü. Hier kriegen wir einen gewissen Vorlauf und wir tun hier mal wieder die Chassis-Upgrade. Hier seht ihr das gerade entwickelte Upgrade, das hier, müssen wir auch nochmal anpassen auf die neuen Saisonregularien. Das ist alles ziemlich dumm, da wir so viele große Upgrades haben und wir werden nicht mehr in 2 Rennen das vollständig machen können. Dann erhöhe ich nochmal die Ressourcenpunkterzeugung von der Aerodynamik, weil die werden wir auf jeden Fall brauchen, um noch möglichst viel abzusaven für die neue Saison und ein bisschen Gehkrafttraining für unseren Teamkollegen. Und dann war es das von dieser Folge.